Okay, was wolltest du mir erzählen? Erzähl. Naja, solange du das ganze Gold geraubt hast, hat der andere Verbrecher mir so gesagt, irgendwas Simple Rex Theory und Jason McCain, wenn er das Jason McCain Rex Theory gefasst hat und Rex Theory ist wieder ausgebrochen. Vielleicht müssten wir mal in seiner Zelle nachschauen. Vielleicht finden wir ja ein paar Spuren, die man nicht gefunden hat. Und danach wissen wir, wie er entkommen ist. Dann gehen wir dem nächsten Ziel nach, würde ich mal sagen, oder? Finde ich für eine gute Idee. Ja, ich auch. Linda. Oh ja, meine Mutter ruft mich. Ich glaube, wir waren nicht verdächtig. Gut, dann gehe ich mal ins Wohnzimmer. Ja, Mama? Also, möchtet ihr ein bisschen Fernsehen? Ach, nee. Wir wollten gerade im Spielzimmer spielen. Wartet. Wollt ihr denn essen oder wollt ihr mit einem Skateboard fahren? Ach, nee. Mit dem Skateboard fahren wir gleich. Ich nehme das gleich mit. Okay. Wir gehen schon mal wieder nach oben. Ja, jetzt erstmal das Geld. Wir sind drei. Dance. Stopp, Ma. Hä, was denn? Wir sind doch drei. Das Geld und Gold gehört nicht uns, sondern du weißt schon. Ne? Ach ja, hab ich ja total vergessen. Denkst du, wir klauen mit Grund, dass wir Räuber sind und so? Nee. Denke mal, ich werde Detektiv, wenn ich mal groß bin. Linda, kommt ihr mal wieder? Ja, gleich, Mutter! Puh, wofür geht deine Mutter immer so auf die Nerven? Ach, eigentlich ist sie ja nett. Rede nicht so blöd über meine Mutter. Puh. So, ich würde mal sagen, das Abenteuer geht weiter. Was würden wir... Ach ja, wir gucken mal bei Chase McCain rüber. Er muss auch im Gefängnis nachschauen. Wir können ihn doch mal zu uns einladen. Stimmt. Ja, gleich! Gleich! Selten gehen. Ja, toll, wann? Jetzt? Ach Mann, was soll ich bloß sagen? Selten ist ja ab. Selten könnt ihr immer gehen. Aber die Räuber schmecken nicht immer. Mutter! Das sind auch Räuber. Und wisst ihr, ich glaube, das ist auch sexy. Ich kann ihn nicht aussprechen. Nein, er ist da nicht, Mutti. Doch. Nein, er ist da nicht, Mutti. Nein, du weißt sogar nicht, wie er aussieht. Ja, dann lügen die. Jetzt werden wir aber erstmal weiter rätseln. Tschüss! Station.
und finde Rex Fury. Scheinbar muss ich ins Polizeiauto einsteigen. Naja, ich bin gespannt, wo ich hin muss. Ich glaube zur Polizeistation. Hier kenne ich mich ja auch. So, jetzt fahre ich zur Polizeistation. Ich bin's. Geht's dir gut? Fertig. Bist du verrückt geworden, mich anzurufen? Ich bin im Zeugenschutzprogramm. Zeugenschutzprogramm. Ich war besorgt. Rex ist ausgebrochen. Dachte, er wäre hinter dir her. Weiß ich, aber er ist nicht hinter mir her. Der Chief hat mir persönlich versichert, dass Rex die Stadt verlassen hat. Was? Die Bürgermeisterin hat gerade das Gegenteil behauptet. Was? Soll ich? Ja. Ich will doch nur hören, ob du in Sicherheit bist. Dass ich in diesem Schlamassel stecke, ist allein deine Schuld. Wo bist du? Das geht dich gar nichts an. Natalia Smith, bitte zur Mercy Hearts Rezeption. Im Mercy Hearts Krankenhaus. Nein! Ja, aber komm bloß nicht her. Wenn Rex wirklich hinter mir ist, bleib ich ganz sicher nicht hier. Zentralcomputer. Der qualmt normalerweise nicht so. Wurde heute Morgen gehackt. Der darauffolgende Alarm hat den Aufzug angehalten. Explodiert ist die ganze Sache aber erst, als Frank ihn reparieren wollte. Mit einem Hammer. Nicht schlecht. Mal sehen, wer sich reingehackt hat. Oh, sag Bescheid, falls es Probleme gibt. Mit Computern kenne ich mich aus. Computern. Ja, Computern. Zeit für den Keller. Mann, ich sehe dich zwar nicht gern hier, McCain, aber immerhin kann ich dich jetzt rumkommandieren. Sieh zu, dass du dich nach unten scherst und eine Uniform anziehst. Seid ihr zwei alte Freunde? Honey, hast du das angeforderte Material auf meinen Tisch gelegt? Ja, Chief. Ich bin in meinem Büro. In 10 Minuten gibt es eine Lagebesprechung zu Rex Fury. Obwohl er jetzt natürlich schon über alle Berge sein wird. Und bis dahin keine Störung. Na toll. Ja, er scheint heute in guter Stimmung zu sein. Komm, wir holen dir eine Uniform. Hier, bitteschön, die neue Umkleidung. Siehst toll aus. Ja, danke. Jetzt, wo du deine Uniform hast, zeige ich dir einen ganz besonderen Ort. Folge mir. Das ist die Ausgabenstellung, oder wie das heißt. Ich kann es nicht ausbrechen. Ja, hoffentlich ist Ellie da. Bist du da? Bist du das, Frank, Honey? Moment!
Schlange. Auf der Polizeistation wissen so einige, dass es eigentlich dein Erfolg war. Ja. Das ist ein Polizeikommunikator. Der kann so einiges mehr als dein altes Telefon. Unter anderem hält er mich darüber auf dem Laufenden, was du so treibst. Du musst ihn mit dem Zentralcomputer in der Eingangshalle verbinden, bevor du ihn benutzen kannst. Hilfst du Chase bitte dabei, Honey? Ah, braver Junge. Ich melde mich, wenn die Verbindung steht, Chase.